In Sachsen könnten jetzt Hotspots komplett abgeriegelt werden. Wie konkret sind diese Pläne? Hat es da irgendeine Entwicklung gegeben innerhalb der letzten Stunden? Ja, bevor ich auf diese Frage zu sprechen komme, möchte ich erstmal eine Frage richten an Karl Lauterbach, den SPD-Gesundheitsexperten, bei mir zu Gast am Set. Und zwar war er gerade im Gespräch mit der Bundeskanzlerin, hat sich dort nochmal ausgetauscht. Und die Frage an Sie, Herr Lauterbach, wollen Sie uns das Geheimnis verraten? Was haben Sie denn mit der Kanzlerin besprochen? Nein, also unsere Gespräche bleiben ja typischerweise vertraulich. Und von daher bitte ich einfach um Verständnis, dass ich da gerne auch dann nicht ausplaudern würde, wo wir geredet haben. Aber ganz allgemein über die Lage natürlich, die Einschätzung und mehr ist dazu nicht zu sagen. Genau, eben wurde auch angesprochen, die Lage in Sachsen ist ja besonders dramatisch. Das Bundesland selbst hat eine 7-Tage-Inzidenz von über 400, einzelne Orte sogar über 1000. Jetzt ist im Gespräch, einzelne Gemeinden möglicherweise sogar abzuriegeln. Was ist davon zu halten? Ich hielte das noch nicht mal für falsch. Also ich muss sagen, dass diese Maßnahme natürlich eine Notfallmaßnahme ist. Aber wenn man so hohe Fallzahlen hat, dann muss man das Geschehen unmittelbar begrenzen. Und da wäre es zum Beispiel denkbar, dass man in diesen Regionen dann neben Ausgangssperren auch damit arbeitet, dass man die Region nicht verlassen sollte. Somit eine solche Notfallmaßnahme könnte ich mir auch vorstellen. Die Binnenmobilität wurde vom sächsischen Ministerpräsidenten ja angesprochen, die ist eben sehr hoch, in Sachsen, auch in Thüringen. Wie wichtig ist diese Zahl der Binnenmobilität und wie wird die eigentlich ermittelt? Binnenmobilität ist eine wichtige Zahl. Je höher die Binnenmobilität ist, desto größer ist die Zahl der Kontakte, die stattfinden. Somit ist das insgesamt bei dieser hohen Fallzahl kein gutes Zeichen. Also man hätte jetzt erwartet, dass bei dieser extrem hohen Fallzahl die Binnenmobilität stark runtergeht. Das sind Bewegungsdaten, die wir über Mobilfunkprofile ermitteln können. Wenn die also Mobilität so hoch ist, dann ist das sicherlich sehr problematisch. Jetzt sagen Sie alle, bei diesem harten Lockdown geht es jetzt vor allem darum, die Kontakte zu beschränken. Können Sie denn eine Zahl nennen, ab der Sie sagen würden, ab dann ist dieser harte Lockdown erfolgreich? Um wie viel Prozent müssen die Kontakte beschränkt werden? Die Kontakte in einer solchen Situation müssen um 75% gesenkt werden. Also sonst geht es gar nicht. Und das ist ja eine wirklich dramatische Absenkung. Das ist ja im Vergleich zu den normalen Zeiten. Und bei der Binnenmobilität, die jetzt von Sachsen berichtet wird, ist das nicht darstellbar. Das heißt, da muss noch mehr passieren. Da ist man noch weit davon entfernt, die Lage in den Griff zu bekommen. Jetzt gibt es ja schon einzelne Geschäfte beispielsweise, die geöffnet haben, Douglas, also die jetzt versuchen sozusagen diese harten Lockdown-Regelungen zu umgehen, indem sie sagen, ja, wir sind ja gar keine Parfümerie, wir sind in Wirklichkeit eine Drogerie, Baumärkte, die auch versuchen zu öffnen. Was halten Sie denn davon, wenn jetzt Geschäfte versuchen, trotz allem noch die Kunden zu bedienen? Ich halte es für absolut unethisch. Ich muss dazu sagen, dass Douglas offenbar heute angekündigt hat, das nicht mehr zu machen. Somit also die Regelung scheint dort Gott sei Dank durch ein Einsehen beendet worden zu sein. Wenn dem so ist, was ich jetzt erstmal so hinnehme von dem, was ich eben gehört habe, dann bin ich dafür dankbar. Aber so eine, sagen wir mal, Umgehung, da fällt man uns in den Rücken. Das ist einfach nicht nur nicht hilfreich, sondern schädlich. Und das sind sicherlich keine Unternehmen oder keine, also sagen wir mal, Märkte, also die ich in Zukunft häufiger besuchen werde. Als Politiker schauen Sie ja nicht nur auf die Inzidenzen, sondern Sie schauen ja auch auf die Lage im Gesundheitswesen, gerade in den Kliniken. Die ist in Sachsen eben auch besonders prekär. Jetzt wurde in einer Klinik in Zittau davon gesprochen, dass es sich hier schon um Triage handelt, weil einzelne Patienten beispielsweise nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden konnten. Die Klinik-Geschäftsführung wiederum hat dementiert. Was halten Sie von dieser Debatte oder was für ein Schlaglicht wirft es überhaupt auf die Situation in den Kliniken? Die Situation in Zittau hat sich nicht bestätigt, zum Glück, aber wir sind sehr knapp davor. Die Situation ist selbst in Top-Kliniken, beispielsweise in Dresden, in der Uniklinik, mittlerweile so prekär, dass innerhalb von ganz kurzer Zeit also wir hier an die Grenzen herankommen könnten, dass so eine Art Triage vor Ort notwendig sein wird. Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben eine solche Dynamik derzeit, dass wir nicht davon ausgehen können, dass bis Weihnachten also Triage vermieden werden kann. So traurig wie das ist, nicht überall. Wir verlegen derzeit viele Patienten mit der Luftrettung von Klinik zu Klinik, aber dort wachsen auch die Bäume nicht in den Himmel. Und wenn beispielsweise die Bedingungen der Verlegung durch schlechtes Wetter schlechter würden, sodass die Luftrettung diese längeren Flüge nicht mehr machen kann, könnten wir innerhalb von Stunden in eine schwierige Lage kommen. Wie lange rechnen Sie denn, wird diese Situation noch andauern? Wann bessert sich das angesichts des harten Lockdowns?
Ich glaube, dass sich das frühestens im neuen Jahr bessert. Leider ist es so, diejenigen, die also zu Weihnachten oder auch nach Weihnachten die Intensivstationen also befüllen werden und dort um ihr Leben kämpfen, so muss man das ja auch ausdrücken, die sind leider am heutigen Tag schon infiziert. Das heißt, der Vorlauf ist stark und wir haben keine deutliche Senkung der Kontakte bisher überhaupt gesehen. Das heißt, ich rechne nicht mit einer Entspannung für das gesamte Jahr noch. Die Entspannung kann allenfalls in den frühen Januartagen dann kommen. Ich halte es aber mittlerweile für fast ausgeschlossen bei der Dynamik, die wir sehen, dass wir die Zielinzidenz von unter 50 pro 100.000 pro Woche am 10. Januar also erreichen können. Daher gehe ich fest von einer Verlängerung des Lockdowns aus. Abschließend, wir haben es vorhin in einer Eilmeldung gehört, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron ist jetzt auch mit Corona infiziert, das wurde bestätigt. Als Politiker ist man ja mit besonders vielen Kontakten natürlich auch unterwegs, weil man viele Menschen trifft. Sind da vielleicht für Politiker, gerade für Spitzenpolitiker, nochmal Sonderregelungen notwendig? Ich würde mich dem auf jeden Fall nicht verschließen. Das muss man überdenken, je nachdem. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass man hier also zusammenhält. Ich wünsche ihm gute Besserung. Und ich wünsche auch jedem Politiker gute Besserung, der jetzt also infiziert ist und also mit der Krankheit kämpft. Gute Besserung, selbst wenn es sich um Leute handelt, wie wir es jetzt hier auch im Bundestag gesehen haben. AfD-Abgeordnete, die sich von der Maske distanziert haben, zum Teil mit Einkaufsnetzen, mit riesigen Löchern vor dem Gesicht gesichtet worden sind. Auch denen geht es im Moment schlecht. Ich wünsche wirklich jedem Kollegen alle Besserung, auch Macron. Und das steht im Vordergrund. Soweit der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hier live aus dem Bundestag.